Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Plants vs. Zombies. Von ihrem 93 Level 5-7 der Dachwelt sind wir angekommen. Wir haben nun auch eine Pflanze, mit der wir uns gegen die Bungees und die Katapultpflanzen, Katapultzombies natürlich schützen können, das Scherenblatt. Es beschützt mit seinen Blättern, die sich aufmachen wie ein Fallschirm, Regenschirm, wie ein Schirm halt, das ist ja das Scherenblatt, seine benachbarten Kollegen. So, was brauchen wir genau? Genau die beiden brauche ich gegen den hier und dann nehme ich noch... Okay, was nehme ich am besten noch? Rechner habe ich noch gekauft, dann nehme ich noch den. Dann habe ich eine gute Verteidigung. Sieht das gut aus? Sieht das gut aus? Ja, das sieht gut aus. Ich muss halt mein Geld sparen, um dann... Ich müsste mein Geld sparen, um mir mehr Samenplätze zu kaufen, aber ich mache halt hier wirklich nur ja den Story-Modus, um ihn euch zu zeigen und dann andere andere Sachen zum Lachen, haha. Lach- und Sachgeschichten. Heute? Ja. Wann das denn nur mit der Maus, ja? Die würde ich euch dann von meinem anderen dann Spielstand zeigen, wo ich dann schon alles freigeschaltet habe, wo ich dann nicht euch langweilen müsste mit, wie ich immer Geld mache, wie ich immer und immer wieder das gleiche spiele. Da habe ich schon alle Rätsel, ich habe alle Minispiele, ich habe alle Überlebensmodis. Und ja, vieles, was ich euch hier noch gar nicht zeigen könnte. Aber darauf muss man dann nicht lange warten. Vielleicht müsst ihr danach ein bisschen warten, weil ich dann halt erstmal noch andere Projekte dann vorhabe, bis ich dann irgendwann mal so zwischendurch halt wieder Pflanzen vs. Zombies mache, weil ich habe jetzt drei Sachen, die ich immer so zwischendurch mache. Kusmeräuspern, das natürlich auch. Aber auch eben Custom Maps von Portal 2, Custom Stories von Amnesia, The Dark Descent und jetzt immer dann auch die kleineren Sachen, Rätsel und so weiter von Plants vs. Zombies. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spaß habe bei diesem Let's Play, weil vorher hatte ich das halt für mich einfach nur privat gespielt, aber so macht schon Spaß. Nur manchmal muss ich mich halt wirklich sehr konzentrieren, auch während ich ja dann rede, aber das ist halt so das Dasein eines Let's Players. Man muss gleichzeitig spielen können, einigermaßen gut, aber auch seine Zuschauer unterhalten können. Ja gut, er hat schon seinen Helm verloren, das heißt, gleich ist er erledigt. Jetzt hat er den Arm verloren und jetzt bleibt ihm ja nur noch der Kopf, der auch runterfallen kann. Haha. Tja, die wichtigsten Teile eines Zombies, der Hut, der Arm, der Kopf. Zum Glück fällt nicht irgendwas aus der Hose. Das wäre nicht so gut. Dann wäre das Spiel eher dann 18, ab 18 Jahren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, das wird jetzt ein bisschen knapp mit dem hier. So, doppelte Feuerpower. Erledigt ihn. Er hat schon den Arm verloren. Jetzt bleibt ihm nur noch sein hirnloser Kopf. Also, da kommt schon der nächste. So, am besten, der Radius von so einer, vom Schirmplatz ist etwa, wenn ich es hier hinsetze, werden die Pflanzen hier geschützt. Also etwa die 6 Pflanzen um ihn herum. Um es herum. Deshalb hier, dann sind meine Sonnenblumen schon mal vor den Katapult-Zombies dann geschützt. So. Alles klar, also hier muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Die brennen dann einfach ab, die Basketbälle. Der Schirmblatt ist nämlich sehr kräftig, hat immer... Es ist natürlich eine Pflanze, es hat natürlich sehr viele Vitamine. Und so brauche ich mir keine Sorgen machen, dass ich hier nicht genug Sonne bekomme. So. Und falls euch interessiert, ja, die Basketbälle können dem auch ausgehen. Und dann fährt er einfach los und macht alles in seiner Umgebung platt. Warum er nicht sofort losfährt? Er ist ein Zombie, er kommt nicht so schnell darauf. Es könnte auch sein, dass sie so ein Zombie-Gesetz haben. Greife erst an, wenn du keine andere Wahl mehr hast. Diese Musik, die immer tönt. Ich stell mir vor, dass der hinten so ein Zombie sitzt und... Jetzt! Nee, wart noch mit der Musik. Wart noch. Okay. Jetzt! Ja, jetzt darfst du drücken. Alles klar. Das ist dann der Musiker-Zombie, der geheime Zombie, der Wowie-Zombie. Das wäre das. Der Wowie-Zombie, so eine Backstage-Show, Rockstar-Zombie. Es gibt da ja die Disco-Zombies. Kommen nah hin, aber da ist halt niemand, der die Musik irgendwie spielt. So. Und dann die Magnetpilze. Dann könnt ihr mal ihre Macht hier am Tage sehen. Ja.
So würden sie einfach schlafen, mit offenen Augen. Die sind so ernst, sie schlafen auch mit offenen Augen. Aber hier werden sie uns jetzt ziemlich helfen, besonders gegen die Leiter-Zombies. Da kommt ja, wenn man vom Teufel spricht, hier. So. Alles klar, am besten eine Reihe, dann habe ich mal genug. Ja, ja. Spreng. Vergiss es. Vergiss es. Du hast keine Macht mehr über mich. Über meine Sonnen. Ich bin der Sonnenmeister. Ich bin der Sonnenkönig. So. Bling, bling, bling. 175. Alles klar. Passt wunderbar. Wechselgeld brauche ich keins. Kann man... Könnte... Genau, im Laden. Ja, das macht dann 2,50 Euro. Kann ich auch mit Sonne bezahlen? Okay, bitte. Dann gebe ich Ihnen jetzt Sonne. Ah! Oh! Es ist heiß! Es ist heiß! Entschuldigung. Ich habe eine manchmal habe ich auch so eine hysterische Frauenstimme. Aber nur in den seltensten Fällen. Ja. So, am besten und dann noch die Hochwandnüsse, um die Magnetbisse zu verteidigen, weil die haben zwar so kleine Spannungen, aber die können damit leider keine Zombies schocken. Das gibt's erst im nächsten Teil. Und beim zweiten Spiel, da gibt es so welche Blitzpflanzen. Ich hoffe echt, dass bald eine PC-Version rauskommt. Ich würde es zu gerne spielen, aber es gibt es halt erst bisher nur für tragbare, für diese tragbaren Sachen. Android und iOS, wenn ich mich nicht täusche. So. Ja, ja. Probier dein Glück, Katapult-Zombie. Probier dein Glück, du wirst sehen. Ach, du erstickst gerade an der Butter. Na, das ist auch gut. Ha. Ganz vergessen. Du wirst meine Pflanzen nicht zertrümmern. Dafür würde ich sorgen. Also, das Schirmblatt. Das Schirmblatt ist ziemlich eine wirklich sehr hilfreiche Pflanze. Oh, oh, nein. Nein, mach ein Abbild. Nein. Okay, die historische Frau kommt wieder raus. So, wieder aufbauen, meine Verteidigung. Alles klar. Okay. Ach, der wird leider, glaube ich, nicht geschützt. Ja, hier ist die Reichweite leider weg. Aber das macht ja nichts. Ich habe hier genug. Ich habe hier genug Sonnen. Da kann ich sie immer wieder ersetzen. So. Hier schon mal abgeschossen. Alles klar. Hier kommen keine Zombies mehr so leicht durch. So. Gut. So, meine Verteidigung ist gleich richtig aufgebaut. Ja, ja, probier's doch. Oh. Das Gute ist halt auch, wenn die Leiter-Zombies ihre Leiter verlieren, dann werden sie genauso langsam. Ist es genauso wie bei den Stab-Hochsprung-Zombies. Mit ihrem Gegenstand schnell, ohne ihren Gegenstand langsam. So. Bei dem Überlebensmodus, wenn man hier dann Angriff und Verteidigung richtig balancieren muss. Balancieren? Ausgleichen. Doch, balancieren, das passt. Ist ja ausgleichen. Woher kommt Balancieren? Ist das ein französischer Begriff? Klingt so ein bisschen so. Balance, Balance. Sie brauchen Balance, mein Herr. Balancieren Sie dieses Buch auf Ihrem Kopf und dann haben Sie bald die perfekte Haltung, wie es von einem Supermodel erwartet ist. Da will ich mich. Nicht, dass ich irgendwie was dagegen die habe, aber ich denke mir halt, wenn ich zum Beispiel so, wenn ich mal sowas sehe im Fernsehen, so Werbung, ich frage mich, wer soll sowas bitte anziehen? Und wann soll man sowas bitte anziehen? Ich meine, da gibt es so viele solche Kleider, da denke ich mir, das wird doch niemand in der Öffentlichkeit anziehen. Das kostet sicher um die 500 Euro oder so und dann zieht man das nur bei bestimmten Feiern und so. Und so lange hängt es dann im Kleiderschrank und wird langsam zum Mottenfutter. Ich habe nichts dagegen, ich mache mir halt nur diese Gedanken darüber. Hm? Ich würde ja jetzt nicht sagen, nö, lass das einfach sein. Und wenn es Leute gibt, die sowas gefallen, dann bitte. Aber wenn ich mit so einer Person ins Gespräch kommen würde, der würde ich diese Frage stellen. Und auf ihre Antwort wäre ich gespannt. So. Die letzte Welle. Ob es die perfekte Welle ist? Hm. So. Ach je, da bist du ja doch hier hintergekommen. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Meine Symmetrie wirst du nicht vernichten. Nicht du unkümmerlicher Zombie, du. Okay, jetzt beginnt aber das große Knabberfest. Okay, welcher von denen wird zuerst nachgeben?
Ich bin schön, die haben so einen Gesichtsausdruck. Niemand kommt hier durch. Und der ist so, niemand kommt hier durch. Nein. Alles klar. Das Geld wird automatisch dann am Schluss. Okay. Unsere neue Pflanze. Ich darf ich vorstellen, habe ich hier schon mal benannt. Die Ringelblume gibt dir Silber- und Goldmünzen. Die wir können im Zen-Garten, können wir nämlich jede Art Pflanze, denke ich zumindest, können wir jede Art Pflanze pflanzen. Oh, Backe. Er ist da. Der größte unter allen Zombies. Der Gargantua. Und der Wicht. Dieser ist ziemlich gefährlich. Er ist sozusagen der Godzilla der Zombie-Welt. Gut, gegen den helfen dafür. Was brauche ich? Ich brauche auf jeden Fall diese drei Pflanzen. Die sind seine große Schwäche. Der hält nämlich sau viel aus. Sau viel, sage ich euch. Brauche ich noch irgendwas Besonderes? Weil ein Hieb mit seiner Waffe und eine Pflanze und ein Topf sind einfach in den Boden gestampft. Er hämmert die dort ungespitzt rein. Erstmal den Rechen kaufen, genau. Nee, die Doppelsonnenblume, das passt noch nicht. Oder? Sollte ich mir die kaufen? Könnte mir helfen in diesem Level. Könnte es in der Tat. Ich kaufe sie mir. Ja. Genau. Dann würde ich genug... Denn diese drei Pflanzen, die Kirschbombe, die Jalapeno und der Matschkürbis brauchen sehr viel Sonnen. Ich muss immer probieren, so viel genug Sonne zu haben, dass ich die auch alle einsetzen kann. Okay. Das wird jetzt ein harter Level. Okay, es ist der vorletzte Level. Also ist es klar, dass es ziemlich hart wird. Und dann könnt ihr euch genauso vorstellen, dass der vorletzte Level noch härter wird. Und dass der letzte Level ziemlich hart wird. Aber das wird in einem anderen Video sein. Jetzt heißt es hier, mich bereit machen. Auf die große Schlacht. Sie ist bald in der Nähe. In greifbarer Nähe. Ich kann sie schon riechen. Oder warst du das etwa? Das war ich. Sonnengang. Ah, die ist verziehen. So. Ich glaube, die eine Pultpflanze kann ich auch erst bei Davy Dave kaufen. Die kriege ich hier nicht. Einfach so. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ja. So läuft es ab. So, vorzeitig schon mal die Töpfe dann. Ich sehe jetzt überall die Gesichter. Das ist mir jetzt echt unheimlich. Dass alles wirklich ein Gesicht hat. Nicht nur die Sachen, sondern auch alle Pflanzen. Okay, ich warte erstmal, bevor ich die dritte setze. So, hier. Gut. Der Maschkürbis, der wird ja schnell geladen, deshalb setze ich den dann einfach schon mal hier hin. Gut. Die Jalapeno und die Kirschbombe, die brauchen lange. Weil beim Gargantua ist die Sache, ihr habt ja diesen kleinen Zombie auf seinem Rücken gesehen. Das ist der Wicht. Wenn der Gargantua bis zur Hälfte hin geschwächt ist, schmeißt ihn über die Zombies hinweg, schmeißt ihn über die Pflanzen hinweg. Und den kann man halt ganz schlecht erwischen. Man muss ihn also so schnell wie möglich dann ausschalten, bevor er dies tut. Ansonsten hat man ein großes Problem. Also ein kleines großes Problem oder ein großes kleines Problem. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir haben dann ein Problem mit dem Wicht. Der Wicht und der Gargantua. Der David und der Goliath. Nur kämpfen die hier nicht gegeneinander, sondern sie arbeiten miteinander. Der Gargantua ist sozusagen wie ein wildes Tier. Er ist wie der King Kong. King Kong und Godzilla haben sich gepaart und das war das Ergebnis, nachdem man es 50 Tage im Keller reifen ließ. Und das ist kein schöner Gedanke. Kein schöner Gedanke, nein. So, die erste Welle kommt bald. Und ob er da schon dabei sein wird... Ich hoffe es nicht. Denn ich bin noch nicht wirklich bereit, dafür ihm entgegenzutreten. Ich sollte mindestens drei Pflanzen von denen, weil die geben halt doppelt. Die brauchen zwar ein bisschen länger, bis sie ausspucken, aber wir kriegen halt dann mehr Sonnenblumen auf einmal. Gut, eine ist schon mal gesetzt. Wunderbar.
von der der Eintrag ist lustig im Lexikon. Den muss ich euch dann auf jeden Fall doch noch am Ende von diesem Video zeigen. Alles klar. Seht ihr, zwei auf einmal. Wenn man halt zwei rein von denen hat, dann kann man richtig viele Sonnen sammeln. Richtig viele. Das sage ich euch. So, ist er schon dabei? Scheint noch nicht so. Das ist gut. Nein, verdammt. Hab mich verklickt. So, jetzt passt es. Hä, was soll eine Sonnenblume machen? Den Gegner blenden? Zing, zing. Sind... Verbacke. Da kommt er. Okay. Gut, ein Matschkürbis und einer Jalapeno. Die beiden Pflanzen brauche ich, dann kann ich ihn erledigen. Gut, komm. Komm doch. Hm? Und er schmeißt den Wicht. Bevor er den Boden berührt, ist er pulverisiert. Ole, ole. Gut, alles klar. Den ersten Gargantua aufgehalten. Sicherlich kommen dann später zwei und dann wird die Sache wirklich. Ja, er braucht entweder ein Matschkürbis und eine Jalapeno oder zwei Kirschbomben. So viel weiß ich schon mal. So, genug Pflanzen, genug Sonnen sammeln meine ich natürlich. Und in jede Reihe einen Topf setzen, man weiß ja nicht, in welcher Reihe dann der Gargantua vorkommt. Man muss gewappnet sein. So. Aber sonnentechnisch bin ich ja auf dem richtigen Pfade, dass alles gut läuft. So. Am besten wäre es eigentlich, wenn ich auch diese Reihe mit Cola pulten, weil die machen dann ja mehr Schaden. Mache ich das am besten so. So. Habe ich zwar dann nicht den Effekt, dass die dann eben für eine kurze Zeit sich nicht bewegen, aber sie machen halt mehr Schaden dann. Dreifach Schaden dann. So wie der Triplinado sozusagen, nur in drei einzelnen Pflanzen. Ist klar, was ich hier erzähle, aber ich möchte halt wirklich erklären, was ich hier mache. Nicht, dass ihr denkt, was macht denn der jetzt? Wollte er das nicht so und so machen? Ja. Manchmal muss man halt seinen Plan ändern. Wir sind hier im Krieg hier. Da können wir nicht immer darauf hoffen, dass wir alles gleich machen können und dass es dann auch so klappt. Nein. Wir müssen flexibel sein. Aber nicht nur im Bett. So. So, gleich kommt die letzte Fahne. Gleich kommt noch mein Gargantua. Alle drei Pflanzen sind bereit. Okidoki. So. Für die Symmetrie. Für die Symmetrie. Gut. Jetzt aufpassen, wo er kommt. Seid bereit, meine Cola-Pulte. Stets senkrecht. Oder waagrecht, je nachdem. Gut, da kommt er. Es ist nur einer, das ist gut. Warten, gut. Warten. Und Jalapeno, arriba! Alles klar. Na, warte du. Oh, ach, wir bekommen hier doch die Pflanze. Gut. Ja, ich weiß, ich bin wirklich schlimm. So. Die letzte Pultpflanze, die wir bekommen. Na gut, die vorletzte. Ohne die Erweiterung. Das Melona-Pult verursacht großen Schaden an Gruppen von Zombies. Das heißt, sie schadet nicht nur in der Reihe, in der sie schleudert, sondern auch die benachbarten Reihen bekommen Schaden ab. Der vorletzte Level und es ist extrem. Wir haben Eimer-Zombies, wir haben Bungee-Zombies, wir haben den Gargantua, wir haben den Leiter-Zombie, den Springteufel-Zombie, den Katapult-Zombie. Es wird ein harter Kampf. Ach ne, stimmt ja. Den Lexikon-Eintrag. Deshalb mache ich hier gleich eine kleine Pause. Also erstmal hier. Die Ringelblume, das ist ja auch neu. Die Ringelblume überlegt immer lang, ob sie eine Silber- oder eine Goldmünze ausspucken soll. Sie grübelt und wickt ab. Außerdem liest sie gern und verfolgt das aktuelle Geschehen. So halten sich Sieger auf dem Laufenden. Mhm. Und die Doppelsonnenblume. Doppelsonnenblume entstand bei einem verunglückten Experiment mitten in der Nacht. Donner krachte, seltsame Lichter flackerten und sogar der heulende Wind schien seinem Unmut Luft zu machen. Doch vergeblich, Doppelsonnenblume lebte. Sie lebte! Dankeschön. Und der Gargantua. Wenn der Gargantua läuft, bebt die Erde.
Wenn er brüllt, schweigen alle anderen Zombies. Alle möchten gern so sein wie dieser Zombie. Trotzdem findet er keine Freundin. Aber warum denn? Der sieht doch ganz schnieke aus. Und natürlich der Wicht. Der Wicht mag klein sein, aber er ist drahtig. Er beherrscht Zombie-Judo, Zombie-Karate und Zombie-Faustkampf. Außerdem spielt er gern Melodika. Oh mein Gott, und wenn ein Zombie schon Melodika beherrscht, dann ist er eine große Gefahr. Meine Damen und Herren, das war Plants vs. Zombies von Ihrem 93 Jovo für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie es mich bitte wissen. In den nächsten Parts geht es dann langsam zum Finale hin. Ich hoffe, Sie sind gespannt. Ich bin genauso gespannt, ob ich es nochmal hinkriegen sollte. Beim ersten Mal. Also, wir sehen uns dann. Ich bin der 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.